Was ist die Wartezeit von 45 Jahren? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Wartezeit von 45 Jahren ist die Mindestwartezeit für diejenigen Versicherten, die entweder mit 63 oder ab 63 oder mit 65 Jahren in die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen wollen. Als Wartezeit auf die 45 Jahre zählen grundsätzlich Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, Berücksichtigungszeiten, auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 oder Krankengeldzeiten oder Übergangsgeldzeiten, freiwillige Beitragszeiten, wenn zumindest 18 Jahre Pflichtbeitragszeiten vorher schon vorlagen. 2 Jahre vor Rentenbeginn zählen bei freiwilligen Beitragszeiten grundsätzlich nicht mit dazu, wenn parallel dazu auch noch Arbeitslosengeld 1 Zeiten praktisch mit versichert sind. Zeiten aus dem Versorgungsausgleich und aus dem Rentensplitting zählen grundsätzlich nicht in diese Wartezeit mit hinzu. Ersatzzeiten zählen wiederum mit dazu. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann entweder ab dem 63. Lebensjahr oder ab dem 65. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Es zählt jeder Monat. Nachrechnen lohnt sich. Nutzen Sie unser Berechnungsangebot für Altersrenten auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.